und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute zeige ich euch was ganz Frisches, Heißes auf dem YouTube-Markt und zwar die neuen Funktionen in der Kommentarsektion von YouTube. Ja, klingt jetzt alles so mäßig spannend, ist aber eigentlich ganz spannend, weil YouTube haut momentan Änderungen raus wie sonst was und das ist eigentlich ganz geil und wir gucken uns die heute mal in dem Video an, was wir dafür braucht. Das ist einfach nur ein Browser und ein YouTube-Account und ich bin hier erstmal auf dem Google Watch-Blog, das ist so ein Leak-Ankündigungsblog, also nichts Offizielles, aber die haben zum Beispiel schon am 3. November diese neuen Feature vorgestellt von YouTube und zwar ist das hier so schön auf so einer Übersichtstafel zusammengefasst. Es gibt einmal Anpinnen und Hervorheben von Kommentaren, ein Herz für eure Lieblingsfans, bunte Benutzernamen fallen auf und Unterhaltung kann man besser gestalten, indem man Moderatoren bestimmen kann, bestimmte Wörter oder Wortgruppen sperren lassen kann oder einzelne Kommentare geprüft werden können oder zur Prüfung eingereicht werden können. So, jetzt genug von dieser Theorie. Ich wollte euch nur diese schöne Übersichtstafel schreiben. Dieser Link ist auch hier unten in der Beschreibung, dann könnt ihr alles nochmal nachlesen. Aber jetzt zeige ich euch die Sachen auch in Aktion. Und zwar muss ich davor noch sagen, ich habe das Gefühl, YouTube rollt das wieder phasenweise aus, also nicht alle auf einmal. Wir hatten ja bei dem Abspann-Feature eine sehr, sehr lange Beta-Phase. Jedoch ist das jetzt bei diesen Kommentarsachen, glaube ich, gar nicht so wirklich der Fall. Also ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung quasi euch schildern, aber einige Features sind seit heute auch für alle verfügbar. Also ich gehe jetzt einfach mal auf das letzte Video von mir und wenn ich hier mal ein bisschen runterscroll, dann sehen wir schon die neuen Funktionen oder eine neue Funktion, hier dieses Herz, das ist quasi hier, ich nehme jetzt einfach mal den obersten Top-Kommentar in Anführungszeichen und da gibt es ja diesen Daumen hoch, Daumen runter, gefällt mir nicht und jetzt gibt es auch diesen diesen Herz-Icon-Button, was auch immer das hier hinten ist und dieses Herz. Ich kann schon gar nicht reden, ich bin so aufgeregt, wisst ihr, weil diese Sachen so, naja gut. Also dieses Herz kann ich hier einfach drücken und dann seht ihr, zack, da kommt mein Avatar plus so ein kleines Herzchen. Und das könnte ich jetzt bei allen Kommentaren machen und dieses Feature soll einfach dazu dienen, wenn ihr quasi Creator seid, wenn ihr quasi der Kanalbesitzer seid, könnt ihr damit Leute besonders ehren oder euch zeigen oder den Leuten zeigen, dass der Kommentar euch am meisten gefällt oder besonders gefällt, sag ich mal. Ich könnte das jetzt hier auch machen und so weiter, bei meinen eigenen auch. Das ist ein eine besondere Auszeichnung und nicht wie diese Upvotes mit den Daumen hier. Also, das ist nicht so die neueste Neuigkeit, also das ist ganz nett, aber es ist halt nicht, was die Welt verändert, sondern der nächste Punkt finde ich schon viel geiler, und zwar, wenn wir jetzt einfach mal einen Kommentar nehmen, ob das jetzt meiner ist oder jemand anderen, wenn wir hier an die Seite gehen, dann können wir den anpinnen, also wir können sogar andere Kommentare anpinnen oder wenn ich jetzt selber einen Kommentar schreiben würde, könnte ich den auch anpinnen. Wofür ist das nützlich? Wenn ihr zum Beispiel eure Social Media Links habt oder so, die meisten Leute gucken nicht in die Videobeschreibung, sondern gucken eher in die Kommentarsektion und dann könnt ihr zum Beispiel eure Social Media Links oben anpinnen oder einen Link zu einem Gewinnspiel, zu einer Umfrage, was weiß ich. Ihr könnt auf jeden Fall oben was fixieren. Machen wir jetzt einfach mal mit dem hier auch. Wir pinnen den mal an und dann wollen wir fragen, willst du, dass der angepinnt werden? Drücken wir auf OK. Und jetzt sehen wir hier oben von KW Designs angepinnt. Das heißt, der bleibt immer ganz oben und darunter folgen dann die Top-Kommentare. Und das ist wirklich praktisch, wenn ihr dann halt euren eigenen Content quasi aus der Beschreibung rauspushen wollt in die Kommentarabteilung, weil da wird ja meistens mehr gelesen. Oder wenn ihr halt für das Video spezifische Aktionen habt, könnt ihr die damit auch oben ganz anpinnen. So, und mehr können wir hier erstmal auf der Seite nicht machen. Es gibt hier noch so ein halbes Feature, nenne ich das mal. Und zwar, wenn wir jetzt auf meinen Benutzernamen gucken, dann ist der so blau hinterlegt. Das ist meiner Meinung nach noch nicht das richtige Endfeature, weil das wäre wir jetzt gleich noch sehen, was mit dem bunten Benutzernamen gemeint ist, sondern hier sehen wir alle meine Kommentare, die ich auf meinem Kanal geschrieben habe, haben diesen blauen Hintergrund oder grauen oder was das auch immer ist. Das zeigt erstmal, dass quasi ich der Kanalbesitzer bin und diesen Kommentar geschrieben habe. Das wird aber noch angepasst, jedoch habe ich diese Funktion jetzt noch nicht. So, und jetzt haben wir erstmal alles gesehen, was man hier quasi im Frontend sehen können. Jetzt gehen wir mal ins Backend in Anführungszeichen und zwar zu den Community-Einstellungen. Die erreicht ihr hier unter euer Creator Studio, also hier oben drauf klicken, dann Creator Studio und dann könnt ihr hier
unter Community gehen und Community-Einstellungen. Hier in diesen Community-Einstellungen haben wir quasi die Kommentareinstellung, kann man es auch so nennen. Und hier haben wir ein paar Einstellmöglichkeiten. Die gab es früher auch schon. Jetzt gab es da so zwei, drei Sachen, die dann noch hinzugefügt wurden. Und zwar sind das zuerst die Moderatoren. Man kann jetzt Moderatoren hinzufügen zu seiner Kommentarsektion. Und diese Moderatoren können halt die Kommentare moderieren. Macht ja irgendwie Sinn. Das heißt, sie können sie entfernen, beziehungsweise sie haben nicht die Power, das ganz zu entfernen, sondern die können einen Kommentar vorübergehend ausblenden und der wird mir dann zur Überprüfung eingereicht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel hier der Max irgendwas sieht in den Kommentaren, was, weiß ich nicht, Bullshit ist, dann kann er da entfernen drücken, dann wird er erstmal nicht mehr angezeigt und dann wird er bei mir angezeigt, auch guck mal, überprüfe diesen Kommentar, Max hat den als schädlich gekennzeichnet oder so. Also die müssen dann hier, wie auch hier beschrieben wird, zur Überprüfung noch ausstehen. Und dann werden die erst richtig gelöscht. Also ihr gibt da quasi keine Admin-Rechte an denen, sondern nur so, sag ich mal, Vorsortiere-Rechte. Aber was mega geil ist, weil die helfen euch dann quasi die dummen Kommentare zu finden. Und so größer euer Kanal ist, umso einfacher ist es dann, irgendwelche Spammer oder so ausfindig zu machen. Ja, eine weitere Sache ist, es gibt diese automatischen Filter, wo dann YouTube nach bestimmten Algorithmen sucht, welche Optionen bzw. welche Kommentare irgendwie verdächtig sein könnten und die werden dann auch zur Überprüfung eingereicht und damit soll dann eure Kommentarsektion noch ein bisschen aufgeräumt werden. So. Und das sind eigentlich die Sachen, die jetzt bei allen schon mal freigeschaltet sein sollten. Wenn nicht, dann kommt das nach und nach. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die sind momentan noch in der Beta-Phase, aber die sind auch sehr interessant. Und deshalb habe ich mir hier den Kanal von den Rock Brothers rausgesucht. Die haben 2 Millionen Abonnenten und bei denen gibt es schon den Community-Tab. Es gibt auch schon Community-Tab-Hilfeseiten, also er wird sehr wahrscheinlich sehr bald kommen. Aber hier ist er quasi schon in Action und der Community-Tab ist so eine Art, ja, irgendeine Mischung aus Diskussionen gibt es ja jetzt auch schon und so einen kleinen sozialen Netzwerk. Also quasi so eine Pinwall, so eine Pinwand, wo ihr einfach eure Sachen dran heften könnt. Also ihr könnt da Links posten, ihr könnt da Videos posten. Das ist so der Schritt von YouTube ein bisschen in die Social-Media-Ecke zu rutschen. Also wo man auch kommunizieren kann mit seinen Fans. Also wir sehen, hier hat er ein Bild gepostet. Das kann man auch upvoten dann hier mit den Sachen. Und einfach ein paar Status-Updates, so wie Twitter, damit man quasi alles auf YouTube hat, also Videos und Benachrichtigungen, Kurzbenachrichtigungen. Und das ist quasi der erste Schritt von YouTube, so ein bisschen so ein Social-Media-Netzwerk in dem Sinne zu sein, dass es hier nicht nur um das Video dreht, sondern auch halt um die Kommunikation untereinander. Das ist momentan, wie schon gesagt, nur auf ausgewählten Kanälen, aber das sollte, glaube ich, sehr bald auch allgemein kommen, weil es dafür schon Hilfeseiten gibt, sogar in Deutsch. Und da denke ich, da wird das bald rüberschwappen. Finde ich sehr interessant, weil es gibt viele Leute, die followen ihren Creator nicht auf Twitter oder auf Facebook oder auf Twitch, was weiß ich. Okay, Twitch ist ein dummer Kommunikationskanal, aber ihr wisst, was ich meine, oder auf Instagram. Und dann kann man das hier alles auf einem Portal quasi bündeln. Ob das aufgeht, man weiß es nicht. Damals hatte ja YouTube schon mit Google Plus versucht, ein bisschen alles hier zu vernetzen. Hat auch nicht so geil geklappt. Deshalb muss man jetzt noch ein bisschen schauen. So, was noch ein neues Feature ist, ich bin jetzt mal bei Unbox Therapy und hier der Lou, der hat schon quasi diesen neuen Namen, in Anführungszeichen, also hier dieser hinterlegte Name, wenn ihr einen bestätigten Account habt, dann sieht ja euer Name quasi blau aus. Das ist bei bestätigten Accounten und bei den, ja, bei anderen auch schon. Also das wird momentan in so Phasen ausgerollt und so soll das auch am Ende aussehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier nur ein Zwischending ist oder ob, ja, das auf eine bestimmte Abozahl kommt oder ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, so soll es am Ende aussehen. Also, dass euer Name, euer Kanalname eindeutig heraussticht, damit jeder weiß, dass ihr der Originale seid. Ich habe jetzt einfach mal noch ein Video von ihm gesucht und, oder hier aufgemacht und hier sehen wir einen Faker, der hat wie viele Abonnenten? Ein Abonnent, aber man sieht es nicht auf den direkten Blick, gleiches Profilbild, gleicher Name und mit diesem auffälligen Kennzeichen soll man es quasi unterscheiden können und somit dann auch ja, die Leute besser erkennen und nicht auf irgendwelche Faker reinfallen, weil wir sehen hier will er schon direkt ein iPhone 7 weggeben und so weiter und so fort und das sind halt die Probleme, die YouTube hatte und damit dann halt aus dem Weg räumen möchte.
So, das sind die grundlegenden Funktionen. Ich finde das hier mit dem Herz ganz nett. Das ist eine besondere Ehrung quasi für den einzelnen YouTuber und auch mit dem angepinnten Kommentar. Das ist wirklich ein Feature, was ich mega, mega geil finde, weil man dann halt Sachen besonders in Vordergrund heben kann. Oder zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Tutorials mache, kann ich die Links direkt in die Kommentar-Section posten und ihr müsst nicht mehr die Beschreibung drauf machen. Und. Also es gibt viele positive Features. Zu den Community-Tab ist noch eine ganz nette Idee. Ob das wirklich funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber diese Beiträge, so dieses Blogformat, wird auf jeden Fall was Neues sein und soll vor allem die Zuschauerbindung stärken und alles nur noch auf YouTube aufzukonzentrieren, finde ich ganz nett, weil dann hat man quasi die Zuschauer, erreicht man auch mal mit einer kurzen Nachricht und man braucht dazu nicht ein ganz neues Video zu machen. Ja, wenn ihr mehr über diese Funktionen hier nachlesen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne im Google Watch Blog machen oder einfach mal schauen, ob ihr es selber schon machen könnt. Ich denke, ja, weil ich jetzt nicht mal so ein großer YouTuber bin, werden es auch ganz schön viele kleine schon haben. Und ja, ich freue mich über diese Entwicklung. Diesmal hat es ja auch nicht so lange gedauert. Bei den letzten Änderungen hat sich YouTube ja sehr lange Zeit gelassen, auch mit der Beta-Phase so. Jetzt wird direkt rausgefeiert und das finde ich nicht schlecht. Ich finde die kleinen Tweaks auch nicht schlimm. Ich finde sowieso bei den YouTube-Kommentaren sollte sich lange schon was tun. Es gab mal ein Video von PewDiePie, wo er genau solche Features sich gewünscht hat quasi. Mit der Moderation ist gerade für große Kanäle sehr praktisch. Und allgemein finde ich, ist eine nette Entwicklung und deshalb wollte ich sie gerne mit euch teilen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar, weil dann kann ich auch ein Herz bei euch lassen. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, aber vielleicht auch nächstes Wochenende. Mal gucken, vielleicht kommt ihr mal zum Kaffee vorbei, aber wenn nicht, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Freitag um 16 Uhr zu einem neuen Video. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao.